18. Dezember. Als aber Herodes gestorben war, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Matthäus 2, Vers 19 und 23. Gott hat das letzte Wort. König Herodes, auch genannt der Große, ist der sichtbare Herrscher in Matthäus 2, Verse 16 bis 23. Gott, der wahrhaftig Allmächtige, ist der unsichtbare König aller Könige und Weltenlenker, im Gegensatz zu Herodes. Wie groß ist der wirklich Herodes der Große? Wie sicher ist sein Königtum und seine Macht? Er ist ein Herrscher, der von seiner gewaltigen Angst um seine Macht beherrscht wird. Deshalb zerstört er alles und jeden mit großer Grausamkeit. Siehe Vers 16. Wie muss es im Herzen dieses Despoten ausgesehen haben? In unserer von Sünde und Gottesferne geprägten Welt ist er einer von zahllosen, brutalen Herrschern. Wie oft könnte man verzweifeln und resignieren angesichts solcher Machthaber, sowie der vielen sündigen Herzensentschlüsse vieler Menschen täglich, weltweit. Doch wer hat das letzte Wort? Wer bestimmt und bringt ans Ziel? Der ewige, der wahrhaftige Gott. Josef, Maria und das Jesuskind sind letztendlich nicht der Bedrohung und den Mordplänen des Despoten ausgeliefert. Nein, diese kleine hilflose Gruppe wird punktgenau in Erfüllung der prophetischen Worte geleitet, bewahrt und ans Ziel geführt. Gott hat das erste Wort in der Prophetie und das letzte Wort in der Erfüllung seiner Vorhersagen. Da wurde erfüllt, heißt es. Ständig strahlt Gottes Prophetie in dem Geschehen auf. Sein Wort leitet sie durch einen Engel des Herrn, Verse 19 und 20, und in einem weiteren Traum, Vers 22. Diesem souveränen, ewigen Herrscher und seinem Wort dürfen wir von ganzem Herzen vertrauen. Aus all dem Wirrwarr unserer Tage, in allen Kämpfen unseres Alltags, dürfen wir uns an seinem Wort festmachen. Denn er regiert, so steht es im Psalm 22, Vers 29. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nation. Er spricht das entscheidende letzte Wort in diesem Weltgeschehen und in unseren Lebenswegen. Denn wie Sprüche 19, Vers 21 sagt, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Jesus Christus, ich anerkenne, dass du das letzte Wort in meinem Leben hast.